Hallo und herzlich willkommen zu Son of Plenty. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Ich bin gerade hier ein klein bisschen rumgeflogen, bevor ich die Aufnahme gestartet hatte, um zu gucken, was wir heute machen könnten. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen. Die Leute laufen quer durchs Gehege, weil hier soll ein Gehege gehen, dort soll ein Gehege gehen, also überall eigentlich da, wo Rasen ist. Und die Leute laufen hier querfeldein. Sprich, wir müssen das irgendwie abschirmen. Und ich hatte mir jetzt überlegt, eventuell greifen wir das hier auf. Das heißt, wir machen hier aber nicht so eine Steinwand hin, sondern eine Glaswand, damit die Leute halt auch so in die Gehege reingucken können. Und oben würde ich das gerne irgendwie verbinden. Ob ich das hinbekomme oder nicht, weiß ich nicht genau. Da kann ich dir nicht genau sagen. Und wir müssen mal schauen. Also ich würde dann hier anknüpfen, dort anknüpfen. Ja, pass auf, das können wir eigentlich sogar direkt machen. Wir gehen rein und sagen, Glashaus heißt das Ding. Genau, so, pass auf. Wir gehen hin und sagen hier einmal Glashaus. Ja? Dann haben wir im Glashaus folgende Fenster. Und zwar dieses wollte ich haben. So, wir gucken jetzt erstmal, ne? Wir setzen das dahin. Passt. So, das ist ein anderes Gebäude. Die Problematik wird sein, ich ziehe jetzt nicht weiter. Die Problematik wird sein, oben den sauberen Abschluss zu kriegen. Wir müssten dann theoretisch... Nee, das ist zu hoch, ne? Oh, wir müssten das sogar innenliegend machen. Weil die Fenster, guck mal, die haben wir jetzt außenliegend. Okay, das ist kein Problem. Das kriegen wir hin. Dann muss ich hier einfach nur den Bürgersteig wegmachen. Dann haben wir es schon geschafft. Aber wir müssen ja da irgendwie jetzt irgendwie zusammenkommen. Die beiden müssen wir zusammenführen. Glashaus, Glashaus, Glashaus. Wir müssen auch hier irgendwie eine Kopplung stattfinden lassen, aber ich weiß alles noch nichts. Also ich improvisiere gerade. Wir schauen mal. Also, wir nehmen das hier. Ne, das reicht dann genau bis da. So. Und auf der Seite... Okay, warte. Ich war im Falschen. So, auf der Seite setzen wir das dann hier hin. Und auf der Seite setzen wir das hier hin. Okay. Okay. Geil. Passt ganz genau. Okay, sehr schön. Ich wollte erst gucken, ob das passt, weil jetzt müssen wir das natürlich noch ein bisschen höher setzen. Um genau zu sein, auf die Höhe. Genauso das hier. Und dann machen wir nämlich hier nochmal so ein 1-Meter-Element hin. Das hier, glaube ich, ist das. Ist das? Nee, das ist nicht 1 Meter. Das hier ist 1 Meter. Steht auch dran. Moment, wir müssen die auch nach innen erstmal versetzen. So, dann haben wir das nämlich schon mal. Gleiche machen wir hier auch. Einmal nach innen gesetzt und einmal dieses 1-Meter-Element. Genau. Jetzt gucken wir kurz. Wir überprüfen jetzt alles bei diesem hier, ne? Das Zusammenverbinden wird auch nochmal nicht einfach. Das wird gar nicht... Ja, okay, kriegen wir irgendwie hin. So, Bürgersteig wollte ich weg haben. Weg mit Bürgersteig weg. Nee, ach nee, jetzt geht das wieder los. Ach, Menno. Genau hier, oder was? Okay. Hallo? Warte mal. Chill mal ganz kurz. So, Wege. Rasterausrichtung. Wie gesagt, das ist ein Buch mit 7 Siegel. Bei Planet Coaster und bei Planet Zoo Wegebau. Ich glaube, da steckt nie einer hinterher. Also keiner wird dann Durchblick haben. So, mach mal hier nämlich überall den Bürgersteig weg. Ja. Und jetzt habe ich nicht überprüft, ob das geht. Aber ich müsste eigentlich... Geht. Okay, glitscht nicht durch. Sehr schön. Warte. Trenne ich von der Gruppe. Moment, ich schau mal ganz kurz, ob der Weg gerade geht. Sieht aber danach aus. Gleiche machen wir natürlich hier auch. Trennen wir auch wieder von der Gruppe. So, und dann ziehen wir den einmal hier hin. Und da glitscht nichts hinten raus. Sehr schön. Okay, das haben wir schon mal. Jetzt müssen wir hier
umfärben. Ja, wir färben das jetzt. Komm, wir färben das jetzt direkt um. Warte mal, welche Farbe habe ich denn da gewählt? Ja, grün. Okay, aber welches Grün? E13. E13. Habe ich das gewählt? Nein. Okay, sehr schön. Gut, dann haben wir da einen anderen Grünton. Das ist ja perfekt. Pass mal auf, dann machen wir hier. So. Dann gehen wir hier hin. Sagen E13. Bam. So, gleiche wird natürlich hier auch angewendet. E13, bam. So, das haben wir schon mal. Jetzt müssen wir das und das irgendwie miteinander verbinden. Aber wie? Aber wie? Mit dem Element? Oh, das könnte sein, ne? Das ist schon das Passende rausgesucht habe. Jo! Geil. Okay, machen wir hier grün. Und auf der Seite natürlich auch. Wo war das jetzt? Das hier? Ich hatte das schon richtig rum. So, dann wird das auch grün. Einmal grün, ja. Dann kommt das hier weg. Connection ist da. Geilomatico. So, was machen wir jetzt hiermit? Weg. 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 Jo. Können hier theoretisch das noch ein klein bisschen nach da ziehen. Ne? Das hier noch ein bisschen rüber. So. Boah, geil. Boah, das sieht echt geil aus. Oder was sagst du? Guck mal, der macht auch richtig Auge. Wenn hier so reinkommst. Uff. Okay, okay. Damit kann ich leben. So, jetzt nehmen wir... Was war das gerade? Ach, die Steindecke. Gut. Ich dachte, da wäre noch so ein Überbleibsel, was wir letztes Mal hatten. So. Genau. Das machen wir jetzt bis da. Andere Seite auch, selbstverständlich. Boah, geht ja echt schnell. Müssen nur gucken, wie wir dann hier noch irgendwie was abschotten. Boah, geil. Oh, oh, der Russe geht da rein. War genauso geplant. Ich meine, natürlich war das genauso geplant. Selbstverständlich. Boah, geil. Guck mal, dann kannst du hier nämlich in die Gehege reingucken. Okay, okay. Ey, und von der Höhe passt das perfekt. Oh, ich freue mich gerade. Ich freue mich gerade richtig. Gut, wie machen wir jetzt hier? Wir könnten jetzt hier... gibt es schräge Glasdinger? Gibt es schräge... Jo, gibt es sogar. Wäre eine Option, ne? Aber die haben ein anderes Muster. Ist mir gerade mal aufgefallen. Die haben ein komplett anderes Muster. Aber andersrum, es gibt keine anderen, ne? Ja, guck mal, müssten wir dann so. 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 Ne? Ich würde das halt... Oder in rund. Oh, in rund. In rund. Oh, gibt es ja auch noch in rund. Stimmt. Was ist das? Filter? Ne, brauche ich nicht. So. Ja. Geht, ne? So, und dann machen wir nämlich hier... machen wir direkt 4 Meter Elemente rein, ne? Sicher ist sicher. So. Und, warte. Jetzt habe ich die nicht umgefärbt. Oh, Menno. So, umfärben in grün. Trenne ich mal kurz von der Gruppe. Weil dann können wir nämlich von der Höhe das noch anpassen. Weißt du, dann kann ich sagen, hier,
Machen wir bis hier, ne, wie wir wollen. Wir lassen das jetzt erstmal da unten. So, selber geht natürlich jetzt hier auch wieder. Sprich, wir brauchen da das Rot. Gerade fand ich halt ein bisschen schöner, aber das geht natürlich auch klar. Oh, gibt's das in groß? Also, dass ich das hier reinpacken kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, gibt's nicht. So, wie hoch hatte ich das jetzt gemacht? Ah, bis da. Habe ich das jetzt nach innen oder außen? Innen, okay. Sehr gut. Wir färben das mal direkt um. Dann sparen wir uns ein bisschen Arbeit gleich. So. Ja, ja. So, dann ziehen wir das nämlich einmal bis hier. Und das ziehen wir dann bis dort. Dann nehmen wir ein 4-Meter-Element. Dieses hier. Ah, guck mal hier. Ich habe einen Fehler gemacht. So. Und hier auch. Und dann machen wir nämlich hier auch das hin. So. Sehr schön. Sieht gut aus. So, pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Dann trennen wir das nämlich wieder von der Gruppe. Von der Gruppe trennen. Jetzt. Okay, hier können wir was anderes machen. Hier können wir uns irgendwas anderes einfallen lassen. Aber hier muss das so gemacht werden. So, jetzt sagen wir, die beiden Elemente packen wir nämlich ein bisschen nach oben. Bis hier, ne? Weil dann wäre ich hier bündig. Oder? Ne, noch ein bisschen. Warte mal, wo ist der Pfeil? Da. So. So würde ich die platzieren. Sehr geil. Ne, dann können die Tiere nämlich auch nicht rübergehen. Weil hier ist ja Wasser. Und was hatten wir? 6 Meter oder so hatten wir ausgemacht, ne? Oder 5? 6? Boah, ich weiß das nicht mehr. 6 Meter? 5 Meter? 6 Meter? 5? 6? 5? Ich guck mal ganz kurz nach. Gorilla. Gorilla. Ich wollte gerade sagen, habt ihr nicht gefunden oder was? 5 Meter. So, und wir haben nämlich hier 5 Meter locker. Oder? Jetzt sind 3 Meter. Das ist ein 2 Meter Element. Wenn 5, ja. Passt schon. Wenn nicht, können wir immer noch ein bisschen was höher ziehen. Aber sehr geil. Boah, ich bin gerade echt beeindruckt davon. Boah, sieht echt gut aus. Pass auf, und oben machen wir diese Lampen hin. Hier. Schön mittig. So. Moment. Mittig, genau. Jetzt müssen wir nur gucken, wie hoch das Ganze muss. Ich seh das Seil nicht, das ist das Problem. Habe ich das jetzt richtig platziert? Guckt das jetzt oben raus? Nein. Gut. Mach mal jeden zweiten. So, hier ist die Mitte, würde ich sagen. Ja. Hier ist die Mitte. Warte mal. Das sieht irgendwie anders aus hier vorne, ne? Oder meine ich das nur? Ah ja, stimmt. Wir haben hier... Ja, stimmt. Wir haben ja hier... Ah, stimmt. Wir haben ja hier ein anderes Element. Ah, deswegen. So, dann machen wir hier... Würde ich sagen. Passt das?
Kein Glitch. Okay, sehr gut. Pass mal auf, das machen wir kurz wieder weg. Dann würde ich nämlich hier sagen, weißt du was? Das Ding ziehen wir jetzt einmal hier schön hin in die Mitte. So. Ich kann das nicht auswählen. Also jetzt. Schön. Ja. Läuft super. Der Stahl ist auch ein bisschen verbogen, ne? Kann das sein? Warum ist der Stahl so verbogen? Trennen wir mal kurz von der Gruppe. Ja, gut, wegen dem. Ja, das kann auch vor. War wahrscheinlich vorher auch schon so. Gehe ich mal ganz schwer von aus. Wo war ich jetzt? Hier. Okay, 1, 2. Oh, warte mal. Oder mach mal die immer. Können wir auch. Mal ein bisschen mehr Spielraum. 1, 2. Drei. Ich komme vom Weg ab. Müssen wir nochmal ganz kurz nachkontrollieren. So, den ziehen wir auch nochmal ein bisschen rüber. Jo. Das Gesicht da hinten, dann machen wir so fertig. Aber das passt auch farblich. 1, 2. So. Na, voilà. Ja, sehr schön. Da würde ich keinen hinsetzen. Genau, jetzt haben wir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sehr schön, weil hier haben wir ja unten Licht. Boah, sieht echt gut aus. Hätte ich jetzt nicht so gedacht. Uff. Und auch noch, dass das hier so connected. Sehr geil. So, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge in der nächsten Folge würde ich dann gucken, wie wir das hier umgesetzt bekommen. Vielleicht ziehen wir hier nur ein bisschen das Terrain, ein bisschen nach oben, da auch. Dürfte ja dann schon reichen. Oder wir ziehen das Wasser bis hier. Weiß ich noch nicht genau. Werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge mal feststellen. Und eventuell werden wir in der nächsten Folge dann hier alles schon mit Grün versehen. Ja. Ja, könnten wir machen in der nächsten Folge. Oder wir machen in der nächsten Folge Gehegeaufteilung. Das wäre auch noch eine Option. Müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche einen schönen Tag, bis dann. Tschüss.